Ja, zu Beginn haben wir irgendwann mal zusammengestanden, haben überlegt, was kann man mit einem Container und mit Robotik machen. Das ist jetzt ein Jahr her und wir haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von einem Jahr ein Produkt ins Leben zu rufen, mit vielen Partnern, mit einem guten Team und einer guten Stimmung und haben, glaube ich, hier jetzt ein Produkt, was ja, für verschiedene Industrien einfach interessant und wichtig sein kann. Und die Idee am Anfang war, sage ich mal, relativ schnell von einer groben Konzeptstudie bis hin zu einem Mensch, genau das ist es, genau das wollen wir machen und das ist eine gute Idee, die müssen wir an den Markt bringen, gereift. Und jetzt in der Situation, die Anlage steht hier, es ist alles fertig, wir können jetzt arbeiten, ich finde es total genial, es hat bisher einen riesen Spaß gemacht. Und ist ein tolles Produkt. Auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, hier eine Zelle zu präsentieren, die mittelstandsgerecht ist, die kleinen Unternehmern die Möglichkeit gibt, von der Manufaktur, von der Handschweißung ins Automatikschweißen einzutreten, mit, würde ich behaupten, einer relativ geringen Hürde, weil die Technik ist überschaubar. Die ist so komplex, wie sie sein muss, liegt aber eigentlich im Schweißprozess. Also ein Schweißer, der normal schweißen kann, handschweißen kann, kann auch hier lernen, die Parameter vernünftig einzustellen und kann auch mit dieser Box schweißen. Und so haben wir die Möglichkeit, das, was im Moment im Mittelstand das Problem ist, der Fachkräftemangel, der überall Einzug hält, in jeder Industrie auszugleichen und mit dieser Box eine Möglichkeit zu schaffen, auch in Deutschland kostengünstig produzieren zu können.